Laufen wir? Ja. Gut. So, herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Heute mal kein Dino Day, heute mal so ein bisschen was anderes, weil sind ein paar Jungs da hier, die Hütte ist voll. Wir testen mal so ein bisschen, wir machen so ein bisschen und tun ein bisschen und ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Wir haben jetzt, machen jetzt eine Eingangsmessung und im Anschluss werden wir dann mal optimieren und mal gucken, wo wir so landen. Das ist ein, komm ran Markus, stell dich kurz vor, sag wer du bist. Markus, ich komme aus dem Schwäbischen. Hört man gar nicht. Hört man nicht? Nein, hört man überhaupt also, nicht. Ich tue mal auch schwer hier, dass ich mich verständige richtig. Ja, im Rheinland ist das aber nicht schlimm. Okay. Also was haben wir drin? 232 Quadrini, ja. 26er SI. Ja. Und 60er Welle. 60er Welle und BBS Sport. Und BBS Sport. Der Hund ist auch da. Hm? Kannst du zeigen? Der kommt auch gleich auf die Rolle hier. Oder ist auch die schwarze? Ist die schwarze Rolle. So, dann schauen wir mal, was er kann. Gucken wir mal, was wir nachher rausholen können. We'll be right back.
Was mir aufgefallen ist, dass wenn wir auf eine gewisse Drehzahl kommen, und zwar ungefähr genau hier, ja, die Kurve hat das jetzt ein bisschen geglättet, sackt er richtig weg mit der Leistung, ja, warum weiß ich noch nicht, und dann steigt er wieder ein und dann bricht er aber sofort ab, weil deine Steuerzeiten zu Ende sind. Ich habe ihm das auch gezeigt, ich sage, komm her, setz dich mal drauf, und du merkst das im Popometer, wenn der beschleunigt, dass er dann im Leistungspeak ist, ne? Der geht ja hier in den Peak rein und kollabiert dann richtig und dann greift er nochmal ein, aber dann fehlt ihm halt die Einlasszeit. Standgas will er ganz unwillig zurück, verharrt auf so einer so 2000, 2500 Umdrehungen. Der zeigt zwar Performance, haben jetzt 27 PS mit 27 Newtonmeter, aber zufrieden bin ich damit nicht. So, wir fangen jetzt an umzubauen, holen den Vergaser raus, bauen den Vergaser um, bedüsen neu, bauen die Düsen neu, bauen alles wieder zusammen und dann holen wir euch wieder dazu, wenn wir die nächsten Prüfungsläufe machen. Aber ihr seht, das macht schon mal offensichtlich einen guten Eindruck, aber wir schauen mal am Ende des Tages, wo wir stehen. Ne? Also, dann bis gleich. Wir sind jetzt fertig mit dem Umbau, wir fangen jetzt wieder an. Was hat man vorhin? 720. Und am Schluss 29, irgendwas, ne? Ja. Also wir gucken mal die Kurve an. Gucken wir mal uns an, komm mal näher. So, jetzt Vergaser umgebaut,
Düsen umgebaut. Oder Düsen gebaut, Venturi drauf. Und dann sehen wir da. Also, Unterschied sind 2,2 PS und. Jo. Nee, Quatsch, 2,5. Entschuldigung. Ja, also über die gesamte. Jetzt musst du damit mal auf die Straße fahren, weil du. Das ist ja dein Roller, ne? Ja. Du kennst den ja jetzt. Jetzt musst du mal. Das Diagramm ist immer das eine, das sagt immer das eine oder andere aus, aber das subjektive oder, naja, das Fahrgefühl selber. Das Objektiv ist ja dein Fahrgefühl nicht, weil du bist den vorher gefahren. Du kannst dir sagen, fährt er gleich, fährt er besser, fährt er schlechter. Dir werde ich auch auf jeden Fall aufgrund deiner Wohnlage noch Düsen mitgeben, damit du variieren kannst und gucken kannst, ob er vielleicht noch ein bisschen besser performt, weil wenn du auf dem Level bist, wo wir hier sind, ne, wir sind in der Nähe von Holland, ne, wenn habe ich eben schon gesagt, wenn Holland nicht wäre, wäre Aachen am Wasser. Am Meer, am Wasser, ist egal. Wir müssen schauen, oder du musst schauen, bei den örtlichen Gegebenheiten, auch wenn du in die Alpen fährst oder in die Berge fährst, aufgrund des Venturis und aufgrund des hohen Deckels hast du sowieso per se mehr Luftvolumen zur Verfügung. Okay. Das heißt, die Luftsäule, wenn du den Schieber aufmachst, die Luftsäule wird schnell reagieren können. Ne? Kein Rahmengummi, keine 2 Meter Ansaugwege und nichts drin, sondern du wirst eine schnelle Reaktion von der Luftsäule haben. Bei dir wird das Problem sein, dass der Sauerstoffgehalt in der Luft natürlich weniger wird, je höher du fährst. Ja, ja. Das heißt, die Überfettung wird irgendwann kommen. Ich weiß aus Erzählungen von Jungs, die in Österreich in den Alpen gefahren sind, dass die bis 2.500 Meter keine Probleme hatten. Okay. Also das heißt, die Luftmenge, auch mit dem geringeren Sauerstoffgehalt, hat ausgereicht, das Ganze so zu befeuern. Wenn die über 2.500 gefahren sind, dann war es so, dass sie nachdüsen mussten. Da mussten sie also eine Hauptdüse eine Nummer kleiner oder zwei Nummern kleiner gehen. Mhm. Aber das wirst du halt auch sehen. Ne? Ja, ja. Der eine sagt, da fahre ich halt ein bisschen fetter auf 3.800 hoch, kommst ja eh nicht mit 150 oben angeflogen. Ja, ja. So, dann bist du halt oben, bist ein bisschen fetter, sparst dir das Umdüsen, das hin und her schrauben. Ist ja auch nervig und scheiße. Aber was ich bei dir interessant finde, wir haben eben einen Roller gemessen, der hat den konzeptionell ein völlig anderes Setup. Du hast aber einen leistungsstärkeren Auspuff als das Setup vorher und wir sind bedürfungstechnisch bei dir auf dem gleichen Niveau wie bei dem anderen, ne, obwohl der viel mehr Drehmoment, viel mehr Hub hatte und so weiter. Also da siehst du, du musst halt individuell gucken, was hast du für einen Auspuff, was hast du für ein Setup, wie viele Steuerzeiten hast du. Du bist steuerzeitenmäßig deutlich höher als der Roller davor. Okay. Ja, du hast also eine höhere Drehzahl. Ne, guck mal, also wir haben hier den Leistungspeak bei, mit dem Auspuff bei 7,2, ne? Also das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass die Bedüsung passt, dass die Leistung immer wiederkehrend, ne? Ja. So, immer wiederkehrend auf dem gleichen Punkt ist und du siehst auch, wenn du die Kurven fährst, dass die alte Kurve sich oder die neue Kurve sich immer auf die neue legt. Ja, ja, ja. Okay. Wenn du zu mager bist, dann wird die Kurve tendenziell immer oder die Leistung immer mehr steigen, weil du halt das Problem hast, dass er heißer wird. Ja, die heißere ja. Verbrennung ist energiegeladener und dann wirft er mehr Leistung und immer mehr Leistung, immer mehr Leistung und dann magert die ab und ist kaputt. Okay. So, also wenn du aber nach Lauf immer siehst, dass die Kurve sich reproduzieren lässt und auch in jedem Gang reproduzieren lässt, ne? Dann weißt du, dass du von der Bedüsung her gut bist. Ja, so. Okay. Das heißt, wir schnallen jetzt ab, du machst Probefahrt, kommst wieder und dann sehen wir uns nochmal wieder und dann hören wir, was er sagt, ob du einen Unterschied merkst oder nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass du einen Unterschied merkst. Ne? Okay. Also, wir bauen zusammen, schnallen ab und dann fahren wir. Bis gleich.